Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Bastelkiste. Ja, ihr habt ein oder habt vor, euch ein Balkonkraftwerk anzuschaffen oder eine Photovoltaikanlage, wollt die Module gern auf dem Dach befestigen, wisst aber noch nicht so richtig, wie, was brauche ich dafür. So ähnlich ging es mir damals auch. Ich habe mich dann da durchkämpfen müssen, aber bis ich es dann wirklich gemacht habe, wusste ich nicht richtig, wie und was, ob das alles so passt, wie ich mir das vorgestellt habe. Deswegen das Video hier heute für euch. Also ich habe das K2-System mir gekauft und habe Single Rail 36 ja, Profile benutzt und Halterung, alles zu diesem System verlinke ich in der Videobeschreibung. Also ihr braucht nichts mitzuschreiben. Ihr könnt euch da genau angucken, was ihr braucht. Nämlich die Teile habe ich genau dafür verwendet, für meine Installation. Ja, viel Spaß dabei. Nun, da oben habe ich ja schon meinen ersten Dachhaken fest. Jetzt kommt hier der zweite. Der kommt hier hin. Ich habe schon hier meine Platte mit einem Kreuz markiert, damit ja, ich weiß auf der Rückseite, wo ich nachher schneiden muss. Und ja, ihr müsst jetzt einfach quasi diese Platte herausnehmen. Ich schiebe sie jetzt einfach nur mal hoch. Ist gar nicht schlecht zu filmen. Ja, und hier wird jetzt quasi mein Halter festgemacht. Der kommt hier drauf. Idealerweise immer hier mittig platzieren, wenn ihr die Möglichkeit habt, vom Spannen her. Und was auch ganz wichtig ist, holt euch auf jeden Fall hier den Crosshook 4S. Das heißt, ihr habt da vier Höhenverstellungen. Das heißt, ihr habt hier 1, 2, 3 und habt hier hinten noch eine Höhenverstellung. Und ja, da seid ihr also höchst flexibel. Ich habe nämlich hier nochmal ein anderes Brett über meinem Spannen, dickes. Ich muss jetzt hier quasi in den unteren Bereich gehen. Ja, bei manchen musste ich sogar noch ein Brett unterlegen, weil es nicht gereicht hat. Musste dann Löcher bohren. Ja, das ist dann halt so. Da muss man halt ein bisschen improvisieren. Aber der wird jetzt dann so mittig hier platziert und muss dann hier quasi da, wo die Pfanne aufhört, da, das ist die Linie. Da ist mir noch etwas Luft und ja, dann wird er festgeschraubt. Und ja, dann wird die Pfanne ausgeschnitten, das mache ich gleich noch. Und dann wird das Ganze dann hier wieder platziert. So, ich fluchte hier mit meinem Zollstock immer so über die Dachpfannenenden, so dass ich hier immer so 5 mm. Da sieht man es, 5 mm zwischen dem Crosshook und dem Zollstock so Luft habe. Das ist nämlich da, wo der Zollstock aufhört, ist das Ende auch der Dachpfanne. Und dann habe ich immer so ziemlich das gleiche Maß. So, dann tun wir den natürlich noch schön mittig platzieren in der Kuhle und dann nur noch festschrauben. Nun, hier ist jetzt mein Kreuz, was ich gemacht habe. Das heißt also, auf der Gegenseite muss ich schneiden. Das ist jetzt der Bereich, wo der Dachhaken nachher drunter durchläuft. Das heißt also hier, das Feld hier müssen wir jetzt wegschneiden. So, hier mein Kreuz. Okay. Und dann immer aus der Mitte raus. Das heißt also hier, von hier in der Mitte immer nach außen und ich lasse immer ungefähr so 5, 6 mm hier von der äußeren Kante stehen. Thank you.
Ja, wichtig zu erwähnen wäre natürlich noch, dass wir das oder dass das so weit runtergeschliffen wird, dass wir quasi hier auf dieser Fläche hier ankommen. Also dass wir das hier auf einer Ebene haben. Dann habt ihr das richtige Maß. So, schön fest. Und jetzt kommt die Dachpfanne rein. Die habe ich schon hier liegen. Und hier sieht man den Bereich, den ich ausgeschnitten habe eben. Der kommt jetzt rein. Und dann ist das schon erledigt, das Thema. So, hier habe ich jetzt hier mein Single Rail 36 Profil, was hier quasi auf meine Dachhaken verschraubt wird. Funktionieren tut das Ganze so. Das ist hier so ein Profilhalter. Der hakt sich hier so. In das Profil rein und dadurch wird er dann gehalten. So, den macht man hier quasi ein bisschen locker, so dass man den einhaken kann und dann wird das Ganze verschraubt. So, jetzt lege ich mal mein Profil hier drauf. So, und dann kommt das hier so rein und dann verschrauben. Ein bisschen ausrichten auf die richtige Breite, was man braucht und dann ist das Thema auch schon mal erledigt. So, hier ist jetzt der angesprochene Verbinder, der quasi Profile miteinander verbindet. Einfach zusammenführen, jetzt die zwei Profile aneinander schieben und dann mache ich mal die Schrauben rein. So, die Schrauben sehen einfach so aus. Die werden dann einfach hier reingesteckt und lassen sich dann nach rechts verdrehen, so dass sie dann befestigt sind. So, jetzt noch die anderen beiden rein und dann die Muttern drauf und dann war es das schon mit dem Verbinden. So, jetzt noch anziehen. Fertig, das war's. Profil befestigt. So, als nächstes möchte ich euch natürlich noch zeigen, wie man die Module hier auf dem System befestigt. Bis gleich. Nun, um die Module zu befestigen, gibt es einmal hier diese Endklemmen, die einfach in die Schiene reingeschoben werden und dann wird quasi das erste Modul verschraubt. Ja, dann gibt es noch hier diese Modulmittelklemmen. Die werden einfach hier rein gesteckt, umgedreht und dann an das Modul angeschoben. So, und dann quasi das nächste Modul noch dran und dann mit der Innensechskantschraube quasi festgeschraubt. Das ist alles. Ja, und somit bin ich dann auch am Ende meines Videos hier angekommen. Ich hoffe, ja, ich konnte euch hier ein bisschen helfen. Ihr habt jetzt ein bisschen mehr Hintergrund und könnt vielleicht euer Projekt auch starten. Ja, damit ihr natürlich auch bei den nächsten Projekten auch gut abgeholt seid. Ja, abonniert mich, damit ihr kein Video verpasst. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt in die Kommentare. Ich versuche es zu beantworten. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.